Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Pro Street. Wir, ja, fahren nochmal das gleiche Event wie letzte Folge. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe mal, dass wir das jetzt ein bisschen besser schaffen. Ich meine, wir haben 60 PS mehr im Auto. Das muss ja irgendwas wert sein, hoffe ich. Also mit dem Grip-Rennen hier hatten wir ja sowieso keine Probleme. Also zumindest haben wir es auch letzte Folge gewonnen. Oder, nee, ich weiß gerade nicht, nee, ich glaube, das hier haben wir sogar noch vorher zur Folge gefahren. Ist auch egal, wir haben es beim letzten Versuch dieses Events auf jeden Fall auch gewonnen. Ah, schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei, die Steuerung ist scheußlich. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum... Toll. Warum Pro Street damals bei Release so negativ bewertet wurde von, ja, allen eigentlich. Aber, also ich sag mal, wenn man über die Steuerung hinwegsehen kann und es nicht mit den Vorgängern vergleicht, denn es hat mit den Vorgängern ja offensichtlich gar nichts mehr zu tun, dann ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also so vom Konzept her grundsätzlich finde ich es eigentlich sogar ganz gut. Ich finde es auch schön, dass es gerade im Vergleich zu Carbon, jetzt vergleiche ich es ja doch wieder mit dem Vorgänger, aber in dem Punkt kann man das dann auch länger zu sein scheint. Also Carbon haben wir in, was waren es, 21 Folgen, glaube ich, beziehungsweise hätten auch 19 Folgen sein können, nur für die Karriere haben wir es durchgespielt. Und wir befinden uns jetzt in Folge... Was sind wir denn jetzt hier eigentlich? 16, glaube ich? Ne, 17. Und ich glaube, wir sind noch weit weg vom Ende. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es wieder ein bisschen länger ist. Weil Carbon war deutlich zu kurz. Hallo? Ja, warum benutze ich eigentlich Nitro nicht so oft? Zum einen, weil man halt nur so zwei Nitro-Schübe pro Rennen hat. Und dann denke ich mir immer, ich heb mir das auf. Und dann ist das Rennen meistens schon rum. Wir sehen hart und kämpfte Rennen. Alles in allem ist bisher ein aufregendes Wochenende. Ich muss sagen, Ryan Cooper. Und zum anderen, durch diesen massiven Input-Lag ist das Auto auch viel schwerer kontrollierbar in dem Moment, in dem man Nitro benutzt. Und das finde ich, also das ist ja irgendwie kontraproduktiv dann. Dann ist man, beschleunigt man zwar schneller, aber eiert halt rum und verliert im Zweifelsfall mehr Zeit, als dass man gewinnt. Hallo?
wieder. Ich habe ja auch öfter schon gesagt, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo Bow Street hin will. Spitze. Und ich denke mal, Pro Street, der Ansatz war, ein simulationsartiges Rennspiel zu schaffen. Auch da muss ich leider sagen, ist nicht gelungen, meines Erachtens. Weil dafür ist das Fahrverhalten grundsätzlich des Autos einfach zu schlecht. Zu unrealistisch auch einfach. Und bei einem Simulator geht es ja darum, ein Spiel zu schaffen, was halt jetzt im Falle von einem Rennsimulator geht es ja darum, ein Spiel zu schaffen, was, naja, einfach so das Gefühl vermittelt, man sitzt wirklich in einem Auto. Und das tut Pro Street meines Erachtens gar nicht. Auch wenn es das gerne möchte. Dritter. Das ist auf jeden Fall schlechter als beim letzten Mal. Aber wir lassen es erstmal. Und wie gefällt euch das, Ladies and Gentlemen? Dieses Wochenende haben wir ja... Und versuchen mal hier irgendwie was Besseres als Platz 7 zu schaffen. Ob mir das gelingt, bezweifle ich. Aber wir werden sehen. Ich bin einfach viel zu schlecht am Start. Das ist, glaube ich, im Moment mein größtes Problem bei dem Drag-Rennen. Der Start war viel besser und die Zeit war viel schlechter. Das verstehe ich jetzt nicht. Sechster, naja, gut. Tatsächlich besser als Platz 7. Was für ein Rennen! Die großen Namen kommen.
Drift. Nee, bin ich auch nicht. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Okay, hier kommt die zweite Runde. Runde also Driften ist minimal realistischer geworden, aber ist halt immer noch weit weg von Realismus. Hallo, Auto. Also das war im letzten Versuch auf jeden Fall, also beim letzten Mal auf jeden Fall wesentlich besser. Aber wir haben trotzdem gewonnen, das soll reichen. Ja, ich muss sagen, die Fahrer machen bei den Reactive-Sessions dieses Wochenende keine Gefangenen. Die Rennen, die wir hier gesehen haben, waren sehr intensiv, um es mal gelinde auszudrücken. Wenn man davon ausgeht, wie oft sich die Wagen berührt haben, würde ich fast vermuten, dass einige Fahrer es heißt ja nicht umsonst, wie du mir so hier. Und was eignet sich für eine Revanche besser als ein Rennen? So, hey, was war. Ja, hier ja, Sektor Shootout. Dann probieren wir das mal. Das ist ja jetzt eigentlich so das Rennen, wofür ich die Investition in den 350Z getätigt habe. Letzte Folge. Dass der ein bisschen mehr Leistung kriegt, damit wir vielleicht eine Chance haben hier. Wobei der braucht auf jeden Fall auch alles andere noch. Also der ist einfach auch im Handling nicht besonders gut. Diese Rennen, also diese Sektor-Shootout-Dinger, guck mal, der erste hier, der hat einfach fast viermal so viele Punkte wie wir. Aber das liegt halt meines Erachtens auch daran, dass das ganze System total unfair ist, weil ja der erste immer sofort erstmal für die ganze Runde Punkte bekommt. Und ja, wenn man dann schneller ist als der, bekommt man halt auch die Punkte, beziehungsweise dann mehr Punkte, aber der, der als erstes startet, kann ja...
eigentlich nicht mehr Letzter werden, außer alle anderen sind halt deutlich besser noch und können sich alle gegenseitig noch überbieten. Aber das passiert ja nicht. Also ist der, der als erstes startet, auch der, der mindestens Zweiter wird normalerweise. Und eigentlich eher die meisten Rennen gewinnen wird. So, hierbei waren wir Letzter. Also wir haben uns beim Sektor-Shootout um eine Position verbessert. Und beim Zeitfahren waren wir mit relativ großem Abstand Letzter. Mal sehen, ob das so bleibt. Oder ob wir hier wenigstens irgendwie eine Position oder so gut machen können. So wird das auf jeden Fall nichts. Okay, das haben wir diesmal sogar gewonnen. Krass. Und das Spiel ist abgeschmiert. Toll. Also zählt der Sieg nicht. Klasse. Wir sehen uns gleich. So, ich habe das mal erneut... Bin das mal erneut gefahren. Nachdem das Spiel übrigens nochmal abgestürzt ist, wollte ich nur einmal kurz erwähnen. Also, ich habe es neu gestartet und bin in die Karriere, wollte das Rennen starten, in dem Moment ist es wieder abgestürzt. Also, schön. Wir brauchen 6000 Punkte noch. Das ist weniger als vorher. Ich würde sagen, hier können wir auf jeden Fall noch Punkte rausholen, denn das haben wir eigentlich gewonnen beim letzten Mal mit dem schwächeren Auto. Schaut euch das mal an. 508 PS bei uns und über 800 beim oder nach unter 800, irgendwas um die 800 auf jeden Fall beim stärksten Wagen. Kürzen über die Wiese.
zweiten Platz haben wir schon mal. Jetzt müssen wir irgendwie noch da vorne an den ersten ran. Der da vorne, der ist schon echt sehr schnell. Und so wird das nichts. Ja, das starten wir neu. Erstmal den einen weggekickt. So, jetzt nur noch irgendwie diese Position halten. So viel zu dem Thema. Das Schlimme ist, ich bin ja auch bei den Vorgängern immer gerne die Autos gefahren mit weniger Leistung, dafür besserem Handling. Aber das Handling ist halt in diesem Spiel einfach bei jedem Auto Dreck. Weil es nicht am Auto liegt, sondern am Spiel selber, wegen dieses blöden Input-Lags. Dass die Autos halt einfach unfassbar nervig zu kontrollieren sind. Oh, komm schon. Wieder irgendwo hin. Ja, genau! Ey, und dann kommt noch sowas dazu, dass man so mit 10 km/h sich einfach überschlägt. Das ist sehr realistisch. Ja, ich möchte das nochmal starten. Ja, ich möchte einen Gutschein benutzen. Ja. Also das hat ja auch mit Realismus nichts zu tun, dass man bei der Geschwindigkeit sich überschlägt. Wie soll das funktionieren?
Also egal wie quer man im Kies ist, egal wie, wo da plötzlich irgendein Hindernis ist, was den Reifen dann komplett quasi stehen lässt, sodass das Auto oben Übergewicht kriegt und sich dann überschlagen kann. Das kann bei dieser Geschwindigkeit nicht passieren. Dann lenkt er auch einfach manchmal einfach gar nicht. Also was ich tatsächlich ganz gut finde sogar, ist das Nitro-System, zumindest teilweise finde ich das ganz gut. Weil bei den Vorgängern, also ab Underground 2 war es ja so, dass man quasi unendlich Nitro hatte. Och nee, jetzt habe ich gelabert und die Konzentration verloren. Toll. Man hatte ja quasi unendlich Nitro, weil man... Also weil es entweder sich über Zeit wieder aufgeladen hat oder man es durch bestimmte Fahrmanöver dann einfach wieder auffüllen konnte, im Fall von Underground 2. Das nervt mich jetzt, dass ich da... Mann, ich hätte nicht reden sollen. Egal. Wie viel fehlt uns jetzt? 4275. Ja, ganz ehrlich, das müssen wir nochmal fahren, weil wir müssen Erster werden. Sonst haben wir auf jeden Fall keine Chance auf die Dominierung. Und das ist natürlich überhaupt nicht realistisch, wenn sich das einfach so wieder auffüllt. Das sind beim Fahren, das macht keinen Sinn. Und auch, dass die verschiedenen Stufen vom Nitro, dass die dann einfach unterschiedlich viel Leistung gebracht haben. Ja, weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Also man kann natürlich sagen, man hat der Motor ist einfach dann nicht entwickelt genug, nicht stabil genug, um dann die enorme Hitze von besserer Nitro-Einspritzung zu ertragen, so. Ja, vielleicht. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, das System einfach so zu bauen, dass man eben so und so viele Flaschen hat, je nach Stufe. Und die dann nutzen kann und die und jede Flasche quasi mehr oder weniger gleich viel bringt. Warum? Warum ist er einfach nach rechts gefahren, Walter?
aber was ich halt wirklich auch sehr schlecht finde, ist, dass das Nitro, also dass sich quasi die Flasche Nitro, die man, also wenn man Nitro benutzt, leert sich einfach die ganze Flasche. Man kann es nicht dosieren. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich keine Ahnung, wie ein Nitro-System in der Realität funktioniert. Weil dass es das gibt, ja, aber ich weiß halt nicht, wie es funktioniert. Also wie genau das dann funktioniert, ob es wirklich die ganze Flasche einfach leer ballert, wenn man es benutzt, keine Ahnung. Aber das, auch wenn es vielleicht dann nicht realistisch wäre, hätte man so machen sollen, dass man es dosieren kann. Gerne mit den Flaschen, dass man eine begrenzte Menge an Nitro immer nur dabei hat, aber dosierbar. Das wäre gut, dass man dann halt mal so einen kurzen Nitro-Schub geben kann und dann aber nicht gleich die ganze Flasche leer ist. Wir haben es gewonnen. Das ist gut. Zum Dominieren reicht es natürlich noch nicht, aber uns fehlen nur noch 2100 Punkte. Das Problem ist, wir haben jetzt alles gewonnen, außer mein Hass-Event-Sektor-Shootout und Drag, wo wir nicht so viel Chancen haben, glaube ich. Aber ich werde es weiter probieren. Allerdings nicht mehr diese Folge, merke ich gerade. Wir sind ja schon bei 32 Minuten. Dann werden wir die nächste Folge einfach hier weitermachen. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne Kommentare. Gebt mir gerne Tipps für hier Bro Street. Wenn ihr das Spiel kennt. Und wisst, was ich falsch mache. Weil, also ich glaube, unsere Autos sind einfach zu schlecht. Also wir müssten eigentlich mehr tunen. Das Problem ist, Tuning ist arschteuer und wir haben nicht so viel Geld. Und wir müssen ja auch 4 Autos gleichzeitig tunen, quasi. Und irgendwie erschließt sich mir nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Oder will das Spiel, dass man Events einfach mehrfach macht, um Geld zu bekommen. Aber das kann ja irgendwie nicht sein. Das fände ich Game Design-mäßig sehr schwach. Zumal das ja auch relativ viele Events hat, das Spiel. Also es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, dass man Events mehrfach fahren soll, um das Spiel in die Länge zu ziehen. Weil es gibt ja eigentlich genug. Deswegen verstehe ich das nicht. Könnt ihr mir gerne mal sagen, was ich da tun kann. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.